So, liebe Leute, es ist Pokalfinale. Ja, Heimspiel, Auswärtsspiel in Berlin. Also, das heißt Auswärtsspiel. Es ist eh ein Auswärtsspiel, aber gegen Bayern ist das nächste Pokalfinale. Ist das nächste Spiel. Diesmal gegen die Profis. Ja, gucken wir mal. Können wir tatsächlich den Titel holen oder sind uns die Bayern eine Nummer voraus? Ich erwarte jetzt eigentlich tatsächlich gar nichts Großes. Aber mal schauen. Weil die Muskelfaser ist und dann 3 Monate Pause. Ich setze ihn heute auf jeden Fall mal ein. Also ich werde ihn zumindest vielleicht kurz vor Ende nochmal reinwerfen. Weil ich denke, so wie die Mannschaft momentan gespielt hat, sind die absolut eingespielt. So, wir gehen jetzt erstmal in die Presse, natürlich in die Pressekonferenz, Entschuldigung. Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. Wir haben hier nichts zu verlieren. Richtig, wir müssen gucken, dass wir da diese blöden Fehler abgestellt bekommen. Weil so Lewandowski, der ist ein bisschen anders als ein bisheriger Stürmer. Mal schauen, ne? So, ich darf mich bei allen bedanken. Das war's für heute. Ja, das war die Pressekonferenz und jetzt geht's ins Spiel. So, ich denke, so passt die Mannschaft. Ich brauchte da nicht groß was tun. Ah, die spielen natürlich mit der vollen Kapelle. Jimenez, okay. Leiva, da haben sie auch noch einen Verteidiger. Also zwei Zakaria haben sie auch geholt, okay. Ja, wir müssen es halt nehmen, wie es kommt. Die Bayern sind klar haushoher Favorit und mal schauen. Aber gut, wir haben auch gegen Stuttgart durchgesetzt. Und dann passt es so. Na gut, aber egal. So. Gut. Gehen wir rein. Berlin, Berlin. Es ist der Höhepunkt im diesjährigen DFB-Pokal. Das Finale steht an. Bleiben Sie dran. Wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Der Imbissstand in Block A3 hat nun wieder geöffnet. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie heute zum Endspiel um den DFB-Pokal. Es ist also mal wieder soweit. Einer der Höhepunkte der Fußballsaison steht an, das Pokalfinale. Es wird spannend, es wird dramatisch. Jetzt wollen zwei Mannschaften hier Geschichte schreiben, wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Es dürfte wieder mal ein echtes Spektakel 4-0 haben sie gewonnen. Bayern München gegen Schalke 04. Endspiel also um den DFB-Pokal. Spannende Geschichte. Beide wollen nach dieser harten Saison nochmal auftrumpfen. Und wir schauen mal, was da auf dem Rasen taktisch passiert. Die Nummer Lukas, die Nummer 21. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Sie lieben das Spiel mit den Kurzpässen, Buschi. Auch heute wieder. Also zumindest in der Theorie. Ja, da können Sie Ihre Stärken ausspielen. Sie haben ja die Leute, die auch dann immer wieder die entscheidende Lücke finden, die geduldig warten und dann im richtigen Moment zuschlagen. Die Anfangsformation der Schalker. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach.
Jo, das sind die Bayern gewesen. Und für uns geht es jetzt los. Manuel Neuer, ehemaliger Bayern. Also haben sie sich verkauft. Haben sie. Dann haben sie Martinez und Goretzka tatsächlich verkauft. Weil die Nummern vergeben wurden neu. Aber das soll nicht unser Thema sein. Jetzt geht's für uns ins große Finale. Bis jetzt haben wir jede Herausforderung irgendwie geschafft. Gut, wir haben nicht jeden Gegner geschlagen, aber wir haben jede Herausforderung geschafft. Nur die Frage ist, ob die Bayern eine Hausnummer zu hoch sind. Ja, gut gelöst. Bujelab, der den Ball aber mal klären. Da ist Kimmich. So. Ja, das ist nicht gut. Ach, gut, gut gehabt. Wir kennen ihn aber. Oh, der war nicht gut. Er war gut. Oh, das könnte eine Möglichkeit sein. Es könnte eine dicke Möglichkeit sein, hier das 1-0 zu machen. Jesus. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir da so früh das 1-0 machen. 9. Minute. Frühes 1-0, das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, dass wir so rein starten. Das macht zumindest ein bisschen mehr Mut. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. So, auf geht's. Dennis Zakaria. Jo Müller. So, den Gegner mal ein bisschen weghalten vom eigenen Tor, soweit es irgendwie möglich ist. Klar, es wird nicht immer möglich sein, weil da viel Power kommt, vor allem jetzt jemand die Außen macht. Vorbei an unserem Verteidiger, den kriege ich noch ein bisschen nach außen. Nee, den lässt er auch wieder stehen, also der ist zwei, dreimal den Verteidiger. Ach Mann, ist das blöd, so ein blödes Ding, ey. Scheiße. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Marke absolut unnötig. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was lässt er sich noch einfallen? Sie haben die Partie erstmal wieder aus der Hand gegeben. Zweites DFB-Pokal-Tor für Lewandowski. Ja, es ist absolut unnötig, weil wir führen 1-0 und der lässt sich da so ausspielen. Aber genau das ist halt, was ich meine. Thomas Müller jetzt. Müller. Gut gemacht, Dragovic, der das gut antizipiert hat und gesehen hat. Okay, da muss ich hin. Ah, spiel doch. Nein, das war nicht gut, das war nicht gut, da war kein Tempo dahinter. Das war schlecht. Thomas Müller jetzt. Da ist Platz. Krimines gegen Bella Goccia. Bisher gut gemacht hat dann so ein. Schönes Zuspiel hier. Der Ball ist drin. Ja, sie machen dieses wichtige Mann. Ach, da kriegst du zweimal nicht keinen Zugriff rein in die Situation. Der nächste blöde Fehler da hinten. War so zu erwarten, der FC Bayern führt. Scheiße, Mann. Gnabry. Ja. Ja, Müller ist sich auch nicht so schlecht. Also fühlst du eigentlich so, du kriegst dann echt zweimal hintereinander so ein blödes Ding rein. Amatei, Dragovic. Weston McKennie. McKennie.
Ja, jetzt hat er mal ein bisschen Power. Neuer hat's verhindert. Hab dich. Oh, viel Platz jetzt. Kubilanski. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ah, vielleicht wäre ein bisschen eine andere Situation gewesen. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Dragovic gelb, oder? Oder gibt er, nee, er gibt gar nichts, er gibt gar nichts. Gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Ja! Vielleicht auch noch das. 2-2, 41. Puh. Zumindest mal. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Wieder den Ausgleich hingekriegt. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Dieser kann auch nichts halten. Am ersten konnte er noch halten vorhin, aber den jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie wieder drin in dieser Partie. Große Freude, Logo, auch am Spielfeldrand. Vielleicht jetzt irgendwie mit dem Ausgleichstor. Einmal mit dem Unentschieden in die Pause gehen. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Klar, wir müssen halt das, was wir kriegen an Chancen, müssen wir halt nutzen. Und das haben wir jetzt zweimal gemacht. Also 2 von 3 haben wir jetzt genutzt. Dennis Zakaria. Vorschuss Bayern München. Da kommt der Pass. Oder geht da vielleicht sogar doch noch was? Meskeni, der die Chance hat, sogar das Ding noch zu komplett zu drehen. Und dann ist es Pause. Der Schiedsrichter bald zur Halbzeit im Pokalfinale und noch ist nichts entschieden. Nein, Wolf, hier bleibt es weiter spannend. Wir haben schon in der ersten Hälfte ein paar packende Zweikämpfe gesehen und freuen uns noch mehr davon. So. Aber wichtig ist, den Druck, das Ding nochmal zu drehen, wieder zurückzukommen, nochmal reinzukommen. Klar, 2 blöde Fehler da hinten drin. Und Gegner wie der FC Bayern nutzt das natürlich aus und jetzt führen wir zumindest. Jetzt steht zumindest mal unentschieden. So, und mal gucken, wie Halbzeit 2 läuft. Also wir hatten sogar die Chance auf das 3-2, also durchaus ist es möglich. Jetzt noch sehen aber es ist alles okay noch. Ja, der kommt an einem von Bayern, 2 von Bayern, Lukas, aber da ist keiner in der Mitte. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Das bleibt erstmal weiter gefährlich, können Sie sich befreien. Ja, schön das Ding. Schön geklärt jetzt. Da ist die Flagge. Na, das ist so nass. So. So. Ach, Jimenez und Kolasinac, das Ding jetzt ausgrätscht. Vielleicht haben wir eine Chance, das Ding jetzt sogar nach Hause zu fahren. Alles bei Jimenez. Gnabry jetzt gegen den Innenverteidiger Bella Gottschalk, den lässt er wieder stehen und diesmal geht er auf Kolasinac auf Nummer sicher. Bayern hat die Riesenchance. Gut aufgepasst. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das ist natürlich ein guter Pass. Ja, das war mit keinem Abseits. Ja, Gamula, 2 Tore hat Fitz auch schon 4. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Jawohl, hatten. Amate. Javairo, Di Rosso. Ja, das ist jetzt kein Abseits. Kein Anhalt ist kein Abseits. Da können Sie klären. Kobylanski. Ah, jetzt pfeift er Abseits. Das war eine schwierige Entscheidung. Kobylanski war. Schon im Abseits, oder? Das ist doch kein Abseits, also tut mir leid. Aber
Ich versuche jetzt auch ein bisschen wieder Druck aufzubauen auf den Gegner, aber den mal wieder wegzuhalten. Das war schlecht gespielt von Abate. Den hat er. Der lässt dann so viel Platz Leroy Sané. Das kann immer tödlich werden. Das war beim 1-2 schon tödlich. Diesmal aber nicht. Genau, gut gemacht. Da kann er sich den Ball holen. Ja, der Verteidiger, da passt da ein bisschen auf, passt da gut auf. Pässe kommen heute richtig gut an. Abseits Sané. 70. Minute. Wir haben noch 20 Minuten. Vielleicht schaffen wir sogar noch ein Tor. Nein, warum? Ich habe immer wieder die Möglichkeit, dass ich da außen vorbeikomme. Ich komme jedes Mal wieder über die Krüger-Seite vorbei, der. Ball für das Bayern München. Ja, Ball für das Bayern. Gute Aktion. Thomas Müller. Dennis Zakaria. Und Miller Kimmich! Ja, das ist halt das. Jetzt mal ein bisschen atmen. Jesus. Das wird natürlich jetzt nicht alles an. Das wird natürlich nicht einfacher werden gerade. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Kommt jetzt die Flanke? Nein! Das war gar nicht so unwichtig, was die Bayern dahin fabriziert haben. Wieder ein guter Pass von Müller. Nicht das erste Mal heute. Was fällt den Bayern noch ein? Momentan müssen sie mit dem Unentschieden leben. Bayern kann, Schalke kann aber nochmal den Konter abfangen. Jetzt! Vielleicht doch nicht noch! Nein! Das wär's gewesen. Neuer verhindert. Ah, den hätte ich über ein bisschen Luft, den hätte ich über ein bisschen. Den hätte ich vielleicht ein bisschen anders spielen müssen. Krüger. Kolasinac! Wieder nicht! Bayern verhindert diese Maus und Mann das Gegentor. Das war unmöglich. Das war so ein Bitter, das ist auch, Mann, da kriegst du es nicht gerade nicht hin, ey. Es waren Chancen da zur Führung. Vor allen Dingen, wenn man mal auf die Statistiken guckt, haben wir mehr vom Spiel als die Bayern. Aber die Bayern deutlich mehr Qualität. So, weiter, drauf gehen. Die Trainer haben die letzten Anweisungen gegeben. Beide Teams sind zurück. Jetzt gilt es. Vor allen Dingen Elfmeterschießen, da will ich eigentlich gar nicht hin, weil die Bayer, weil ich kann keine Elfmeterschießen bei diesem FIFA. Aber Lukas. Mit dem Ball Sané. Lewandowski jetzt am Ball. Nein! Gabriel Jesus. Jesus, ja! Gnabry hat den Ball. Lewandowski! Lewandowski fährt. Renault hat das Ding ziemlich sicher. Sie geben den Ball ab. Sehr energisch jetzt. Gabriel Jesus. Ja, die Bayern wollen natürlich jetzt kommen. Gabriel Jesus. Die Bayern im Vorwärtsgang. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Ja, sie wollen natürlich jetzt versuchen, ein bisschen über die aus. Das müsste Abseits sein, ja. Das war eng. Ganz wichtige Aktion hier. Das sah gut aus. Gefährlicher Pass. Sané ist kaum vom Ball zu trennen. Ja. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Sané! Kein Tor! Blocken Sie den Ball gerade Pause. So, Mann! Jetzt hat man nämlich nicht wirklich die Chance, aber das tut mir gerade weh.
Jetzt sind sie nämlich ein bisschen stärker geworden. Jetzt versuche ich nochmal einen reinzusetzen vorne. So, Platte, ja, versuchen es einfach, aber mal noch irgendwie ein bisschen Druck reinzukriegen in dieses Spiel. Platte. Was passiert hier noch? Die zweite Hälfte. Wird der langzeitverletzte Platte noch zum Held hier? Aber auch Bayern bringt noch mal ein bisschen Power. Amate, vielleicht jetzt noch mal. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Süle klärt. Nee. Süle, der köpft den weg. Das befürchtet Elfmeter. Gabriel Jesus. Nur noch wenige Momente zu spielen und die Bayern spielen noch mal nach vorne. Klasse Zuspiel. Wenn er mir jetzt nicht das Ding wegpfeift, der tut er nicht. Nein! Wenn du da den Ball hast, wenn du so eine Chance bekommst, dann musst Alter, was ist das für ein Schüsschen gewesen? Die Nerven versagt. So bleibt spannend. Kimmich. Nur noch 5 Minuten sind hier zu spielen in der Verlängerung. Die Chance auf den Konter. Da ist er alleine durch. Das ist ärgerlich. Der Ball ist weg. Dabei wäre das eine richtig gute Chance gewesen. Ich befürchte, dass es jetzt das war. Vorteil für den FC Bayern. Costa! Costa! Und noch mal Ecke für die Bayern. Es gibt Ecke für die Bayern. So, jetzt gibt es natürlich noch den. So, ich befürchte, dass es Elfmeter schießen wird. Er wollte einfach den Vorteil abfahren. Macht das genau richtig. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettung. Ah, da lass ihn noch laufen. Fuck it, Alter. Du hast mehrere Chancen kurz vorm Ende, das Ding noch zuzumachen. Und jetzt kommt mein Horror-Szenario, das Elfmeterschießen. Ja, ich muss ja. So, Lewandowski gegen Real Madrid, Elfmeterschießen, großes Pokalfinale. Ja! Aber es ist erstmal nur Elfmeterschießen. Ja! 1-0. Scheiße. Nein! Doch nicht! Der verschießt den Fünfpfosten! Pfosten. 2-0. Dragovic. Der 26er macht es. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Ist mir aber herzlich auch egal. Wir haben den Vorteil, dass wir schon mal. Neuer, den Bujelab. Ja! Den Gnabry, Renault. So, und jetzt ist es Weston McKennie, der es vielleicht zumachen kann. Ich finde es okay, ich kann keine Elfmeter schießen. Das funktioniert doch noch am Ende irgendwie. Wir haben es. Wir haben den Titel. Aber ohne. Alter, da kann er nichts machen an dem Ding. Wenn jetzt die beiden noch die ersten beiden Meter so kläglich geben, Mann. Und es ist nicht mal unverdient, muss man sagen. Wir hatten echt gute noch Chancen, noch das Ding sogar noch in der regulären, beziehungsweise dann in der Verlängerung zuzumachen. Yes! Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Tolle Momente. Ja. Also das einmal, da wird jeder Profi, ach was sage ich, jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast es gepackt. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft.
Jetzt ist es so. Definitiv, vor allem als Drittligist. Gut, nächstes Jahr Zweitligist. Wir haben es geschafft, wir haben das Maximum geholt. Wir haben beide Titel in der Saison geholt. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Ja, puh. Hier ist Sané, der alle mal kurz nass macht. Das ist das absolut überflüssige Tor von dieser Position von Robert Lewandowski. Da ist das Tor. Da ist der Ausgleich. Alles wieder möglich in diesem deutschen Pokalfinale. Und dann sogar die Führung der Bayern, Müller. Ja, der Ball hat immer nicht wegbekommen. Dragovic, ja, den hat er nicht wegbekommen. Der Ball ist drin. Ja, sie machen dieses wichtige Tor hier im Pokalfinale. Thomas Müller. Aber dann kurz vor der Pause das Tor von Gabula, der da einmal nur wieder eine Lücke findet. Und dann das Tor macht. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Kimmich. So, die Chance jetzt. Junge, alles knapp. Ja, Kimmich, der den Ball auch noch knapp vorbeisetzt. Also die Bayern hatten auch Chancen noch, das Ding zu drehen. Und wir haben so auch kurz vorm Ende. Und dann das große Elfmeterschießen. Weston McKennie, der den Titel dann klar macht. Mit seinem permanenten Elfmeter. Erstmal ein Adrenalin ein bisschen runterfahren. Also das war nicht ganz ohne. Definitiv nicht. So, dann haben wir's. Wir haben beide Titel geholt. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Na, definitiv nicht. Nicht erwartet zumindest. So. Na, eigentlich war es davor, das Ziel, das Ding zu vermeiden, aber es hat dann doch irgendwie funktioniert. So, nächste Saison treffen wir wieder auf die Bayern, das ist klar, in der Vorbereitung, nämlich zum Supercup müsste es sein, dürfte dann Meister gegen Pokalsieger sein, aber da wir Pokalsieger geworden sind, dürfen wir tatsächlich dann noch, ja. Also, mal gucken, wir haben jetzt nochmal 6 Millionen knapp bekommen, für den Aufstieg wird es auch noch ein bisschen Kohle geben und dann sind wir durch. Ich guck mal gerade, wie jetzt in die Vorbereitung der Saison geht. Kurz mal mit dem Kalender gucken. Weil ich weiß nicht, wie jetzt das Ende der Saisonarbeit durch ist. Bis dato simulieren, das muss ich jetzt nicht nur. Ich kann nämlich.
So, kurz mal. Genau, Monat gehen. Ist ja nicht irgendwie hier Saisonende bald? Erst das 7. Transferfenster geöffnet, Transferfenster geschlossen. Gut, dann gehe ich jetzt bis zum 29. und zwar bis hier. Weil ich dann quasi durchgehe. Jetzt. Ich glaube, groß passiert jetzt eh nichts mehr. So, gucken wir mal reinnehmen gerade. Was war noch so an Nachrichten? Wir haben die gar nicht, überhaupt kaum Nachrichten bekommen. Unsere Ziele sind gefährdet, gut. So. Gut, dann würde ich nochmal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es um die Vorbereitung auf die neue Saison in Liga 2.